First, Mr. Acker, please not take too much time, because there is also Mr. Veron. It was a simple question, whether. Ja, vielen Dank. Vielleicht noch vorweg, die Kritik am Fair Value ist sogar noch viel älter. In Deutschland ist sie 1884, nach der Gründerkrise ist die Zeitbewertung schon mal verboten worden. Also Geschichte wiederholt sich nicht, aber sie reimt sich. Der Fair Value, ja, was will man machen? Also mein Vorschlag, wenn ich jetzt hier Radikalvorschläge machen würde, also Sie haben schon gemerkt, ich kann mich mit der gesamten Standardsetzung nicht anfreunden. Das ist aber eine langfristige Sache. Die Frage ist jetzt, was soll man kurzfristig machen? Wenn man IFRS 9 nicht umsetzt, dann hat man IAS 39, beziehungsweise denn das, was an Teilen vom IFRS 9 schon vorher am Markt war. Also wenn Sie was ändern wollen, dann wäre wahrscheinlich in der jetzigen Phase das eine Gelegenheit, um Einzelregelungen auszunehmen vom Anwendungsbereich. Und dann müsste man langfristig dem ISB damit signalisieren, wir wollen eine stabilitätsorientierte Rechnungslegung. Und wenn das nicht funktioniert, dann müsste man sich überlegen, ob denn dieses Standard-Setting-System die Auslagerung an einen privaten weltweiten Standardsetter denn so funktioniert. Aber das wäre langfristig. Kurzfristig müsste man sich Einzelregelungen angucken und erstmal, wenn man, wo liegen die Probleme, wo liegen sie nicht, und müsste dann sich überlegen, ob man das alles so akzeptiert. Yes, actually.